Aber ein kleines Ründchen mache ich noch. Doch, doch, doch. Aber, ach, das ist das Office. Aber ich habe ja nichts, um da rein zu... Wird ja mal schlimmer, jetzt habe ich nicht mal mehr den Stick. Also ich hätte ja gerne die eine Brechstange genommen. Die hier. Aber damit hätte ich das Ding kaputt gehauen. Aber... Oder aber... Was ist denn... Was ist das hier? Nice to meet you, Maldonado. Ah, wir haben auf alle Fälle die Karte. So, das ist doch zu. Das ist auch noch zu, ne? Ja. Was wäre denn? Achso, siehst du, ich vergesse eigentlich, dass wir auch reisen können. Ich Idiot, warte mal. Karte von Tex. Karte Ritz Hotel. Karte Golden Gate Hotel. Karte vom Kuiturm. Nee, ich kann nicht reisen. Ich kann nicht frei... Ich kann noch nicht frei reisen. Ich frage mich trotzdem immer noch, wo die scheiß Kamera ist. So, Vielleicht hat er ja was. As I made it perfectly clear, your status as a paying customer earns you a modicum of goodwill. I suggest you use it judiciously. Sorry, you lost me at modicum. Answer a few questions for me and I won't kick your butt when I get my memory back. Just smelling the fumes coming off that establishment irritates my bowels. Warum geht er da hin? Like I always say, you can take a bomb out of a dumpster, but you'll never get a dumpster out of a bomb. Der ist auch irgendwie cool. Das ist so ein typischer Charakter, den du in jedem Film, zum Beispiel hier Ebenezer Scrooge, könnte er problemlos spielen, oder? At least he knows how to keep his mouth shut. Was? Okay. Aber vielleicht. Not again. You're gonna get me fired. Or worse. Was denn? Ich würde bloß Fragen stellen. I don't know what it is they're serving in there. But it sure as hell ain't barbecue. That guy's a go-getter. Why don't you get him to answer these questions? Hm. Ich hätte gedacht, dass ich da vielleicht irgendwas bekomme, um... Being part of a historical landmark is not really helping my midlife crisis. Inspector Burns finally opened his own barbecue joint. I bet it tastes just like arson in your mouth. So, wenn ich jetzt hier nochmal rüberlaufe. Wir haben ja die ID-Karte, das heißt, wir kommen an dem Schloss theoretisch unten vorbei. Wir müssen das Ding hier irgendwie verhindern. Das Einzige, was noch wäre, well, that was stupid. Das irgendwie da dran festzumachen. Bad, this zip lock won't work. That accomplished nothing. Hm, schade. Und wir können uns auch nicht hier so vorbeimogeln, ne? Wenn ich jetzt so mache und dann... Tja. Okay, die Tür ist offen. Stand ruhig! Mist. Nicht geschafft. Well, that was sooner than I expected. Next time, try destroying the SFO pad before entering Maldonado's office. So, ich habe ja geladen. Gespeichert. So, Quick Save. So. Sounds like there's something scary in the suit. Police have been here and set up a SFO pad security system. Ach so, das kommt von der Polizei. Now that's a handsome devil. Wait a minute, a rival PI. Oh man, how did this happen? So, wie könnte ich der Sache, wie könnte ich das umgehen? Da will er nicht runter. Okay, ich muss irgendwie einen Weg finden,
das System auszuschalten. Wie könnte ich aber so ein System ausschalten? Ist da vielleicht was drin in der Dings hier? Nö. Aber vielleicht kann sie ja das ausschalten. Glaube ich zwar nicht, aber ist egal. Oh, sie ist wieder da. Okay, hallo. Hey Tex, how's your case progressing? Vielleicht kann sie uns ja auch helfen. Mason Bowers. Let me check. I can confirm that Mason Bowers has been a registered guest here. Sorry, Tex. I'm not allowed to give out any more information than that. If I could smell, I'm pretty sure he would stink. Always looks like he's up to something unsavory. Mm-hmm. That crusty old perv is always coming in here trying to get a peek at my underpixels. Auf meine Unterpixel? Was ist das denn? Was ist das denn? Unterpixel? What? Wie kommt man denn auf? The Ritz landlord? Seems like he may have a couple of screws loose. But nice enough. I think the kid who works here has a crush on me. Maybe one of these days I'll rock his little world. Okay, sie hat nichts weiter. Schade, schade. Was übersehe ich denn? Ich brauche irgendwas. It's a three cards to midnight shop. Ich kann nur zur Chandler Avenue reisen, okay. Ich hätte ja das Ding genommen und hätte es kaputt gekloppt. Dann kann mir auch nichts passieren. Looks like somebody's wiped my computer clean. Hm. No messages on the vidphone. Okay, wir können hier nichts tun. Das ist bloß die Wand hier, ne? Ja. Lord knows what I could do with an anvil, but it might be useful. Lalala, so ein Spaziergang ist schön. Was haben wir denn hier oben? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Wenn ich wüsste, wer das hier fallen gelassen hat. Das war jetzt sowas von klar, dass ich über das Ding da stolper. Hey, war ich das etwa? Oh, das tut mir aber leid. Wow, nothing is so simple or wonderfully effective as blunt force trauma. Ja, das, ich hoffe, die Polizei weiß davon nichts. Hallo. A place even sleazier than yours. And you have an animal print bedspread. Oh. Ach, das ist doch, oh Gott, aus dem Flamingo. Emily? Oh man. I'm she's doing this to get through school. Na klar, für die Ausbildung. Both Maldonado and I appreciate subtle storytelling techniques. Maybe we could have been friends if you were alive. Warum sieht das so schäbig aus hier? I prefer Weenie World's tater tots. Ew. Even I have a higher standard of living, and I've eaten dog food before. I prefer Weenie World's tater tots. It's the only Roach Hotel where you have a better chance of survival inside than outside. Was ist das hier? Hier fehlt eine Art Zoom oder so. Hair cream. Glad I don't need this. Well, even I wouldn't stoop so low as to reading someone's diary. Warum nicht? Motel postcards. Maldonado must make his living spying on cheating spouses. Ach, guck mal, aber also er war fleißig jedenfalls, ne? Was ist das hier? Kenn ich nicht.
Nice. Nice. Hello? Could I speak to Carlos? Tex? Sorry, have we met? That woman knew me, but hung up quickly when she realized I didn't know her. If we can find her, maybe we could get some answers. She must have visited Chandler while she was doing business with Maldonado. Maybe someone around here will recognize the photo. Okay, die Chandler ist die Straße hier. So viel, so klar. Larry Hammond wasn't really a mutant. I wanted to make sure you came here alone. Well, I hope you were more careful about being followed than I was. Wo war's hier? Now, I have a very strong sense of self-preservation. I even brush my teeth carefully. Yeah, it shows. But man, he sure looked like one. Das war Overseer, was wir noch nicht zum Laufen gekriegt haben. Even I have a higher standard of living. Oh, was ist das? What's this? Sicherheitsschlüssel des Lama Klul. Ah, da kommen wir jetzt auch rein. Warum ist die Herdplatte an? It's the depressed man's kitchen. Both Maldonado and I appreciate subtle storytelling techniques. Maybe we could have been friends. Wo ist hier ein Schuh? Yuck. There's gum in this shoe. Aber im Schuh, ne? Nicht einfach so. Der ist im Schuh. Ih, Kakerlaken. Die steht Schlange. Aber ich glaube, wir haben hier schon alles gefunden, ne? Ew. Even I have a higher standard of living. And I've eaten dog food before. Der muss aber einen ganz seltsamen Job haben. Both Maldonado and I ist der gleiche Spruch. Maybe we could have been friends if you were alive. So, das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel für eins der Schlösser. Wo waren das jetzt? Hier drüben links an der Seite war es, glaube ich, ne? Da, Lama Club. So, wer ist das hier? This woman has been doing business with Maldonado. Maybe someone else on Chandler Avenue will recognize her. Das kriegen wir noch gelöst. Ich gehe erstmal hier hin. Hallo. Only the most prestigious people are invited to this club. Cigarettes. Yummy. The air outside feels thick, like I'm breathing through a pair of dirty gym socks. Oh, it's a high radiation day. Most everyone will be staying inside, but I need to hunt for some work. I always like to start the day with a traditional PI breakfast. That hits the spot. Es sieht so aus, als ob die hier einfach aufgebrochen sind, von jetzt auf sofort. Yeah, I bet some intense smoking competitions take place here. Ja, aber sowas von. Eine Kiste? Nee. Ich mach mal hier eine Fuchtel an. Nö. Simulator in Reparatur. True Golf. Oh. Dazu muss man wissen, was Access Software alles entwickelt hat. Unter anderem hatten die Golf-Simulatoren Golfspiele gehabt und in der letzten Zeit richtig Golf-Simulatoren wie das hier für Golfclubs. Ey. Genial. The
ist sogar in Slow-Mo gemacht, ne? Gerade. Oh oh. Tex. Das war schön, das war so schön. Aber was bringt mir das hier? Was bringt mir das? Zack, 20 Jahre später. Okay, Mama. Das ist so herrlich. Das ist eine schöne Szene. Das ist, glaube ich, bloß ein Gimmick, oder? Aber guck mal, da oben ist ein... Was ist das? Da oben ist doch ein... Was bist du für ein Geheimnis da oben? Was bist du? Warum bist du? Sieht man das im Video? Ich glaube ja, ne? Da, dieses Ding da, das Ding. Das verfolgt uns. Das ist der große Private Eye, ne? Oben im Himmel. Bestimmt. So, aber nichtsdestotrotz. Was ist hier los? Warum ist das hier? Ich verstehe nicht. Yeah, I bet some intense smoking competitions take place here. Ich habe keine Ahnung, warum können wir hier rein, wenn es hier nichts gibt? Oder wir sind wieder zu schnell. Oh, genau. Wir sind hier zu schnell und hätten wahrscheinlich erstmal die Leute fragen müssen in der Chandler Avenue. Was ist denn hier eigentlich? Ja. Da kommen wir ja nicht bis nach oben, ne? Ne, da hört's vorher auf, genau. So. So, dann fangen wir mal an, uns jetzt langsam hier runterzuarbeiten. So. Bing, 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 bing. Always happy to help out my best tenant. Ach, der ist freundlich. Der ist der Einzige, der freundlich ist. Hier. I know for a fact I've never seen this fox before, because if I had, she'd be my lady love. Aha, okay. Und hier? I haven't tried it. They say that the sauce will melt your eyeballs, and that's a risk I'm just not willing to take. Okay. So, er weiß von der Frau nichts. So, wie sieht's denn hier bei Rooks aus? Well, if it isn't Mr. Van Winkle. What is it I can help you with, Rip? Lovely. Oh, she may have come by here. I can't be sure. Okay. More questions? Why you gotta keep coming back with more questions? Ich finde es cool, dass auch zum großen Teil die alten Schauspieler akquiriert haben, ja. That's a fine piece of humanity there. She stopped by the other day and checked out our selection. Took her about 2 seconds to realize it was all crap. So she seemed to know her stuff. Wieso ist das Müll? Das hat uns so oft geholfen. Okay, also er hat sie zumindest schon mal gesehen. So, da können wir vielleicht auch noch nachfragen. Wir fragen erstmal... Nee, warte mal. Ich vermute ganz dolle, dass das hier... Hey, Mr. Murphy. Still running the decryption program. You can hang with me till it's done. Shouldn't be more than 4 or 5 hours. Okay, nur noch 4 bis 5 Stunden, das ist super. Apropos. Who's that? Tschüss. Okay, dann unsere letzte Chance ist Louis. It's real good having you stop in more regular. How can I help you? Ah, ich mag den. Ich mag den. I might have seen this lady in here not long ago. Didn't catch a name. Okay, das hilft mir nicht weiter. Tschüss. Nee. Wie können wir denn noch befragen? Warte mal, vielleicht ist er jetzt mal
Ach so, warte mal, hier, Golden Gate Hotel. Na klar. Oder wir müssen zum Koi Tower hoch. Vielleicht ist ja da was Neues. So. Hi. Hey, Tex. How's your case progressing? Die hat da so ein Bups und so ein auf dem Kinn. Yeah, I've seen this woman in here. In fact, she picked up a piece of mail that's been delivered here. I might be able to get a name or address for you. Let me see if I have an image of the envelope. Yep, got it. I'll print it out for you. Ey, ist das super. Und nur weil wir so nett zu ihr waren, oder? Holly sends the information about the mystery woman to my smart Alex and I get a new location on the map. It's on the coast near Monterey. Whoever owns this place has mucho dinero. Okay, was haben wir denn jetzt gekriegt? Gar nichts. Wir haben also wirklich nur einen neuen Ort. Ich pass mal hier offiziell. So, ab in den Speeder. Aha, wir können jetzt hier auf Strandhaus. I get in my speeder and realize I'm very wobbly and my vision's pretty fuzzy. I realize it's finally time to get this head wound checked out and some professional input on what's happened to me. Now's as good a time as any. I call a cab and I'm on my way to the North Hill Clinic. Where are you headed? North Hill Clinic. Well, I better step on it. You look like you're in pretty bad shape. Your eyes are really bloodshot. Yeah, you should see him from this side. You live around here? Yeah, I do. But the wrist. Oh, I heard there's a lot of Morlocks in that area. Morlocks? That's what they call them. Some new, crazy type of mutant. Really? Yeah, I've heard rumors that they're attacking people. On Chandler Avenue? Just rumors. But you never know. Things could get worse. Sorry. Sorry, I just wanted to let you know I was packing heat up here. Didn't mean to freak you out. Well, that's fine. It's just the last time I got a ride from someone, they shot me, so I'm a little jumpy. It's a nice gun, by the way. I used to have one just like it. I've had this for a long time. Some idiot threw it out his window. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Dr. Donahue can help me sort things out. So schließt sich der Kreis. Oh, jetzt kommt der Lemon Tree. So fängt es der Song an. Dum, 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 dum. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all. Ach, Tex. Taylor warned me you might be a problem patient. Spielearm, tüchtige Schelte, schwarze Magie. Nein, komm, nein, nein. You know, you really shouldn't keep these things on the floor. I'm just going to assume you've got some head trauma. Let's see what's going on. Ist dieses Echtleben Fantasterei? Ein Traum wird wahr. Ach komm. Over the past few months, I've been having these really vivid dreams. I mean, they're so real, I can't even tell I'm dreaming till I wake up. What's happening right now kind of feels like that. Do you want to know if you're dreaming right now? Kneifen. Ah. Oder so. Yep, you're awake. So tell me what happened. Well, I woke up a few hours ago with this goose egg on my head and an injection mark on my arm. I've got no idea how I got them. As a matter of fact, I have no idea about anything over the past 7 years. You took a pretty good shot to the head. Enough to knock you out, maybe cause some short-term memory loss, but not for 7 years. Let's see that mark on your arm. I think we'll need to draw some blood. Das on your form accurate? Häufiges Allergen, Legasthenie, meistens. Ach komm hier. Everything except my name, address and billing information. Oh, I'm guessing your bloodstream's full of cholesterol and toxins.
But I'm sure we'll find something else there, too. Have you ever had an implant? Nur einmal, erkläre dich. Na komm. Just one, but it was a long time ago. It was in my brain, so I'm sure there's nothing to worry about. Well, that injection mark concerns me, but I don't want to speculate. I would really like to keep you overnight for observation. Nein. Waiting around until we figure this out? Spieß umdrehen unter einer Bedingung, falsches Geschäft. Ach komm, hier. Sure, if we can get it done in 5 minutes. While we're waiting, though, could I ask you a few questions? Ah, okay. Let's just keep this professional, shall we? I don't think you could do much better. And yes, I mean that the way it sounded. Mm-hmm, okay. I believe he runs a diner over on Telegraph Hill. I've dealt with many cases of amnesia, but nothing exactly like this. After leaving North Hill, I get a cab ride back to my office. After a while, I'm feeling a little better, so I hop in my speeder and head out to the address of the mystery woman, who I hope can give me info on Mason Bowers. Nice, this is more like it. Fun fact, this is a former vacation home for 3 James Bond villains. Cool. Goldfinger! es ist herrlich. Also, ich muss sagen, mir gefällt es bisher wirklich sehr, sehr gut. Es macht echt Spaß. Die Sprecher sind sehr gut, man versteht es auch so, die sprechen sehr sauber und die Untertitel passen zwar nicht immer hundertprozentig, aber der Kontext wird einigermaßen wiedergegeben, der da eine Rolle spielt. Also es ist wirklich sehr gut gemacht. Also, ich glaube, man merkt es auch, also ich habe Spaß, aber ungeachtet des Spaß, es ist langsam Bettzeit. Genau, und es ist sehr viel Anspielung auf die vorigen Teile, weil es auch notwendig ist. Wahrscheinlich auch war es ein so ein Ziel, ein Kickstarter-Ziel oder was auch immer, ne? Um die Sachen so mit einzubauen. Schon allein, weil die Referenzen notwendig sind und weil es ja hier um einen Gedächtnisverlust der letzten 7 Jahre geht. Und ich glaube, er hat halt alles vergessen, was halt in den Spielen vorher war, ne? Under a Killing Moon und auch in Pandora Directive und in Overseer und eigentlich auch wie hieß das? Nee, Manhunt war es nicht. Also im ersten und zweiten Teil, die noch als Point-and-Click-Adventures entwickelt worden sind. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, hier an der Stelle ist erstmal Feierabend für heute Abend. Aber ich denke mal, es geht definitiv weiter. Also ich glaube, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Ne? Die Schrift ist ein bisschen klein. Warte mal, dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir das fürs nächste Mal vielleicht... Videohelligkeit? Na, nee, leider nicht. Das ginge. Nee, das. Ich weiß nicht, ob sich was. Warte mal, pass mal auf. Wir probieren mal was. Ich stelle mal die Videoauflösung. Bloß, das ist dann ein bisschen doof für mich hier. Aber das ist erstmal egal. Ich mach mal den Test. Ich gehe mal hier runter. Bup, bup. 3, 2, 1. Meins. Und dann gucken wir mal, was er. Wie jetzt der Text ist. Kann ich hier irgendwas. Habe ich hier irgendwas zum Angucken? Warte mal, so, ne? I still cannot believe this speeder is all mine. Der Text ist jetzt besser, oder? Von der Größe her. Ich warte mal kurz ab, Frank. Ansonsten muss ich halt gucken, wie man es vielleicht verbessern, optimieren. Ich will ja sowieso wegen dem Ton gucken, ob man den Sprecher irgendwie lauter kriegt. Weil der Rest ist ja zwar super, aber der Sprecher halt, naja, ist besser auf jeden Fall. Okay, ich stell's aber erstmal zurück. Logischerweise. Weil normalerweise würde ich wahrscheinlich so spielen. So, und ich glaube, das wird noch schlimmer. I still cannot believe this ja, speeder wird das. Ich seh's selber in der Vorschau. Das ist, wir gucken mal, was wir da machen können. Huch. So. Tüdüt. Okay, ja. Gute Nacht, ich wünsche gute Träume. Wie gesagt, sehr viel Spaß. Ich hoffe, das geht weiter so und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Firefox.